Lufthansa ist wieder zum Normal zurück. Wobei normal, was ist normal im Moment? Zumindest zu den normalen Schlangen, sagen wir es mal so. Dann weiter geht's. Wir haben für euch einen Deal, so einen Deal von Budapest nach Asien mit der Lufthansa. Und wir haben einen zweiten Flughafen, der auf die Flüssigkeitslimitierung pfeift. Ja, ganz genau. Das tut er. Und dann haben wir noch ein Thema. Flugzeuge bekommen bald eventuell in den USA eine zweite Tür fürs Cockpit. Also neue normale Zustände. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wie immer der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke zum Glocken und dann natürlich ganz klar unten einmal liken und kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Und nachdem ihr uns so viel Liebe gegeben habt, möchte ich natürlich euch auch Liebe zurückgeben in Form von persönlichen Treffen und natürlich einem Austausch und eure Fragen beantworten. Nicht nur virtuell, sondern real. Zum Beispiel am 12.8. in München, am 13.8. in Frankfurt, dann haben wir Helsinki, Stockholm, Los Angeles. Also wir werden relativ international. Das erste Thema, das ist Lufthansa und der Streik gestern und Verdi. Also es war einfach eine gespenstische Ruhe, die am Flughafen geherrscht hat. Heute ist da wieder ein Normal, was wir als normal empfinden müssen, nämlich lange Schlangen, zumindest an der Security, an den Check-in-Schaltern nicht so wirklich. Verdi hat es gestern wahrgemacht, man hat um 3.45 Uhr den Stift liegen lassen, was die ganzen Gewerkschaftsmitglieder natürlich dann auch getan haben, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Um 6 Uhr heute Morgen begann der Warnstreik sich wieder aufzulösen, weil alle zur Schicht erschienen sind. Die 20.000 Mitarbeiter mussten dann die 134.000 betroffenen Passagiere verarzten, die halt gestern nicht fliegen konnten. Heute finden natürlich auch noch einige Ausfälle statt. Warum? Ganz einfach, weil natürlich nicht alles immer in diesem Biotop Flughafen und Aviation, weil da viele Dinge ineinander greifen, dann doch 100% funktionieren können. Die Gehaltsverhandlungen bis zum 3. August oder 4. August, ich glaube, sind 2 Tage, werden nicht mehr bestreikt bis dahin. Aber hey, auf die Piloten ist Verlass. Die Abstimmung sollte jetzt auch bald fertig sein. Dann werden wir wissen, ob die Piloten streiken werden. Also ich gehe davon aus, dass sie es tun werden. Ja, Bundesminister Volker Wissing von der FDP hat natürlich gesagt, ja, der Konflikt muss im Rahmen der Tarifautonomie gelöst werden, weil Tarifparteien sollten aber an den Reisenden denken und ihren Streit nicht auf den Rücken austragen. Genauso sehen wir das als Vereinigung Passagier e.V., deren Vorsitzender ich ja bin. Wir haben gestern auch ein Positionspapier dazu gemacht, haben uns natürlich da nicht positiv zu geäußert. Ich habe auch im Deutschlandfunk zum Beispiel ein Interview gegeben, dass es alles in unseren Augen einfach ein falscher Zeitpunkt ist, das zu tun. Ich denke einfach, die Lufthansa sagt, man ist auf dem richtigen Weg. Die Verdi behauptet, man ist es nicht. Das ist dann halt immer wieder Hearsay und das finde ich halt immer schade. Aber schauen wir einfach mal, was passiert. Und wenn die sich einigen, was vielleicht auch passiert, und ich hoffe, dass es passiert, dann halt die Piloten. Also neues Spiel, neues Glück. Und gerade jetzt sind ja auch verkehrsreiche Tage zu erwarten, weil jetzt sind ja auch die letzten Bundesländer in den Urlaub gestartet. Ich glaube, heute ist der erste Urlaubstag für die Bajuwaren und für die Baden-Württemberger. Da ist das dann natürlich unschön, wenn da auch gestreikt werden würde. Dann, was natürlich für die Security immer ein Riesendrama ist, und in Frankfurt waren wohl auch die Securities etwas länger die Lines, was ja in Deutschland mittlerweile Usus ist. Es ist so, warum man nicht mit den Flüssigkeiten jetzt einfach aufhört, weil diese Regelung ist halt etwas, die 16 Jahre alt ist. Und da ist es halt einfach so, dass man ja jetzt schon den zweiten Flughafen hatte, der auf die sogenannten CT-Scanner, also auf die Computertomographen setzt. Und die sind natürlich wesentlich besser. Leider ist es halt einfach so, dass dieser Flughafen, der zweite, Donegal, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, das ist irgendwo in Irland. Der Flughafen heißt Airport Dunangal, das ist, glaube ich, die Aussprache, Dunangal.
Auf jeden Fall, die haben jetzt diese CC-Scanner auch, nachdem es schon, ich glaube, es war Shannon, die das auch gehabt haben, aber auch ein irischer Flughafen, die da die CT-Scanner haben. Und jetzt kann man einfach weiter die Sachen mitnehmen. Und CFNs Webseite, so ist die Abkürzung, CFN heißt der Flughafen, ist so, now you can carry your liquids without having to seal them in a clear plastic bag and without size restriction in your carry-on luggage. You can carry liquids including water, baby food, medicines and other beverages, aerosol cans and toiletries in carry-on luggage with no size restrictions. Für alle, die es nicht verstanden haben, kurz und knapp, bringt so viel mit an Flüssigkeiten, wie ihr wollt. Es muss nicht in die Plastiktüte passen. Es ist einfach egal. Es ist so, wie es früher einmal war. Und diese Regel 311 in den USA zum Beispiel ist halt obsolet, heißt also 10 mal 100 Milliliter in einen 1 Liter Beutel. Und natürlich haben andere Flughäfen diese Technologie auch. München testet sie, aber sie ist halt einfach nicht flächendeckend. London Heathrow und dann in Neuseeland die Aviation Security haben auch das Ganze mit dem Plan Horizon 2030 am Start. Und USA weiß man auch nicht, wann diese dann kommen. Also ich glaube, dass das einfach die Zukunft ist. Warum? Wenn es Technik gibt, um die ganzen Sachen zu beschleunigen, weil wie viele Leute haben denn schon Parfümflaschen verloren? Ich habe auch wieder diese Woche von einem Kunden gefragt, oh, darf ich die und die Flasche mitnehmen ohne Plastikbeutel? Ja, nee, darfst du nicht. Wenn die zickig sind, obwohl du nur eine Flasche unter 100 ml hast, musst du Plastik drum machen. Ist auch aus Umweltschutzgründen jetzt nicht so prickelnd, wenn man einfach guckt, wie viel weggeschmissen wird. Krass, ne? Was ist eure Meinung? Sagt ihr, die CT-Scanner? Schwieriges Wort. Das ist schon das zweite Mal, dass ich bei CT aufhöre. Ich muss stottern. Also auf jeden Fall, bei CT-Scannern wäre es wichtig, dass diese jetzt wirklich flächendeckend kommen und damit dann halt die alte Technologie ablösen und wir damit einen höheren Durchfluss haben und diesen Flaschenhals, der sich da bildet an der Security, einfach eine Geschichte ist, die gestern war und nicht mehr 2022, 2023. Vielleicht können wir die Maschinen ja kriegen. Sicherheit. Sicherheit ist das nächste Thema, wenn wir uns das mal einfach angucken. Und zwar die FAA. Das ist ja das Konterpartstück zur EASA, also die Aufsichtsbehörde in den USA. Das sind auch die, die 737 verbockt haben und andere Dinge verbockt haben. Die haben sich jetzt Gedanken gemacht, haben gesagt, hey, wir wollen einen Vorschlag machen, dass man in kommerziell genutzten Flugzeugen eine zweite Barrier im Englischen, also eine zweite Sperre einbaut, um aufs Flight Deck, also ins Cockpit zu kommen. Das ist natürlich spannend. Und die Frage ist, wo willst du das Ding bauen? Weil wenn man bei vielen Flugzeugen hat man einfach diese Toilettentür, die da ist. Das würde dann heißen, dass die vordere Toilette wegfallen würde. Ich meine, das wäre auch bei einigen Flugzeugmodellen schon so, dass die Türe so aufgeht, dass die zum Beispiel auf Longhaul-Strecken dann in ihre Kojen gehen können, die auch hinter dem Cockpit sind. Ich meine, das wäre bei Finnair 350er, so, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber ihr werdet das unten kommentieren, wenn ihr das wisst. Und das wurde schon in 2019 beziehungsweise auch 2018 gedraftet, dass man diesen Vorschlag hat. Und logischerweise haben die Terroristenanschläge vom 9. November in, vom 11. September, das ist im Amerikanischen immer das Datum umgedreht, also von 9-11 oder 11. September, ist es halt einfach so, dass man natürlich diese Cockpit-Türen jetzt schon verschärft und verstärkt hat. Und es gibt ja diesen Code, den man eingeben muss, und die einzutreten ist ja fast unmöglich. Und jetzt muss man damit im Gesetz das nochmal sicherer machen. Und er sagt, dass jede, und das ist der Bill Nolan, das ist der Acting Administrator, also im Prinzip so etwas wie der Interimschef der Veranstaltung, er sagt einfach, dass jede zusätzliche Lage an Sicherheit Sinn macht und sein muss. Ich weiß nicht, findet ihr das cool oder ist das einfach so, dass man damit das sicherste System der Welt schafft, was auch idiotensicher ist? Also ich erinnere mich an Bilder, welcher Flughafen war das? Ich weiß nicht, da war ein USA-Flughafen, Piloten haben sich ausgesperrt und da musste man durchs Fenster rein, Gott sei Dank waren sie am Boden, Gepäckband hochgemacht und dann drüber geklettert. Also das ist auch interessant. Aber wie soll das Ding überhaupt arbeiten? Weil wenn man sich das mal anguckt, ist das so, dass bei der 321 Neo, was ja
ganz weit verbreitetes Flugzeug ist, was bei der 18, 19, 20er, 21er wäre es natürlich kongruent. Es ist halt einfach so, dass man da halt eine zweite Tür einbaut. Und diese zweite Tür wäre dann so, dass man ja dann auch die Toilette wahrscheinlich nicht benutzen könnte. Wobei, ich weiß gar nicht, wo die hinwollen. Also insofern müssen wir doch einfach mal angucken, warum. Ich meine, im Moment ist es doch so, man kann doch eh nicht einbrechen. Ich habe ja eh kein Werkzeug dabei, meinen Kuhfuß oder einen anderen Quatsch, dass man da halt reinkommt. Und die ist halt reinforced. Und wenn man jetzt einfach guckt, dass die Mentalität sich ja auch geändert hat, man hat das ja auch bei 9/11, also beim 11. September gesehen, dass die Crews zum Beispiel Unterstützung gekriegt haben von Passagieren, dass die Leute gekämpft haben. Das sah man ja auch in dem Flugzeug, was in Pennsylvania abgestürzt ist und sein Ziel damit nicht erreicht hat. Und was passiert denn eigentlich, wenn du einen von der Kabine irgendwas an den Hals hältst? Ich meine, es gibt ja Flaschen oder irgendwas, also ich will es jetzt nicht weiter ausmalen, solche Sachen. Und ich glaube einfach, dass die Passagiere so eine Entführung nicht mehr so leicht über sich ergehen lassen würden, wie es war. Und wenn man jetzt sieht, was da zum Beispiel für Vorfälle waren mit der Tür, die ja jetzt auch schon Problem war, ist es doch einfach so, dass im November 2013 der LAM-Mosambik-Flug 470 gecrashed ist und während der First Officer rausgesperrt war. Dann 2014 Malaysia Airlines ist halt einfach so, dass der Captain das Flugzeug angeblich, das ist halt im Moment die Theorie, gehijackt worden ist und damit der First Officer aus dem Cockpit ausgesperrt ist. Ich will gar nicht auf Germanwings in 2015 im März eingehen oder im März 2022, als die 5735 von China Eastern gecrashed ist. Und in den USA geht man halt davon aus, dass das auch ein erweiterter Suizid ist. Und ja, die Frage ist halt, ob jemand, der mental ein Problem hat im Cockpit, ein größeres Problematik darstellt, als jemand, der ins Cockpit rein möchte mit dieser Reinforced-Tür. Also ich bin mir da sehr, sehr unschlüssig, was da ist. Also ich wäre froh, wenn ihr unten einfach mal kommentiert, was ihr davon haltet. Ich weiß, heute haben wir schwierige Kost, aber so ist es manchmal auf den heiligen Donnerstag. Immer am Ende natürlich etwas, was uns positiv mit Freude belegen soll, ist die Deal Zone. Die Deal Zone gibt euch auch wieder einen Deal. Und zwar ist das so, dass wir von Seoul, war übrigens von Seoul nach Budapest und nicht von Budapest nach Seoul. Das war, Lott hat übrigens immer sehr gute Preise, nur als Stichwort. Wer also jetzt von Seoul nach Budapest fliegt, kann also einfach mit der Lott hin, mit der Lufthansa zurück in der Buchungsklasse P fliegen. Die Fairbase ist bei 1.540 Dollar oder so ungefähr, kommt ein bisschen auf den Umrechnungskurs an. Ihr habt keine Limitierung, 14 Tage vorher muss gebucht werden, vor Abflug 3 Tage oder mindestens bis zum nächsten Sonntag muss man vor Ort bleiben, bis man zurückfliegen darf. Maximum Aufenthalt ist 12 Monate. 2 Stopover sind pro Richtung erlaubt, was ja auch spannend ist, weil die kosten aber 75. Wer das ganze Ticket stornieren möchte, ist 250 Euro zum Canceln und ihr könnt natürlich das Ticket reissuen lassen, müsst aber dann die Fährdifferenz bezahlen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So eine klassische Strecke wäre ja einfach Seoul, Frankfurt, Budapest und dann natürlich Budapest, Frankfurt, Seoul. Flugzeiten sind relativ moderat. Man würde also zum Beispiel um 1.30 Uhr abfliegen, wäre dann um 10.50 Uhr in Frankfurt, in Seoul abfliegen, um dann Frankfurt weiterzufliegen, 10.50 Uhr dann in Budapest. So ist es jetzt richtig. Wir wollen uns aber direkt auf die Meilen stürzen und da gucken wir uns das Ganze, wenn ihr das Ganze gut schreiben lassen wollt. Bei Lufthansa Miles & More sind das 12.118 Meilen, SAS Scandinavian die eben solchen 12.118 Meilen. United, aber auch LATAM, Copa bringen alle 11.656. Auch Thai bringt diese. Wichtig ist auch, dass ihr dran denkt, es gibt immer noch doppelte Meilen und sogar in der Business Class natürlich doppelte Honnenmeilen. Hatte ich Business Class vorher gesagt? Weiß ich nicht. Ich sage es jetzt einfach nochmal. Der Deal war einfach in der Business Class von Seoul nach Budapest mit der Lufthansa. So einfach ist das.
Genauso einfach ist es, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und unten zu kommentieren und einfach auf dem Stammtisch vorbeizuschauen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe, damit ihr eure tägliche Dosis nicht verpasst. Also, danke, bis morgen. Ciao.